Frohes Neues! So, willkommen in unserem neuen Video. Die Kindersportschule Corona-Olympiade. Bevor wir anfangen, müssen wir uns aufwärmen. Und genau diese Challenge, erstmal brauchen wir unsere Beine richtig aufzuwärmen. Fangen wir mit den Waden. Und dann stellen wir auf den Fußball, Brust raus und hoch. Halten wir durch ein paar Sekunden, dann gehen wir langsam runter. Eins. Und wieder hoch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Runter. Und einmal noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und wieder runter. Genau, jetzt haben wir unsere Waden aufgewärmt. Unsere Oberschenkel sind noch ganz wichtig. Dafür machen wir die Kniebeuge. Die kennt ihr bestimmt auch. 10 Stück insgesamt. Fangen wir gemeinsam an. Los geht's. Und eins. 2, 3, 4, 5, wir haben hier 6, 7, 8, 9 und die letzte und 10. Jawohl, sind wir gut aufgewärmt. So, jetzt brennen euch hoffentlich schon die Schenkel. Nein, hoffen wir natürlich nicht. Also, zur eigentlichen Aufgabe. Wir brauchen 2 Papierschnipsel. Bei diesen Papierschnipseln ist es am besten so, dass sie angemalt sind, damit ihr es erkennen könnt. Dahinter klebt ihr am besten ein Tape oder ein Klebeband. So, dann stellt ihr euch an die Wand, so nah wie möglich, nehmt den Arm hoch und klebt euer erstes Tape sozusagen auf den Schnipsel. Dann wisst ihr, wie hoch ihr seid, ohne dass ihr springt. So, jetzt gehen wir gleich leicht in die Hocke und versuchen dann hoch zu springen und es so hoch wie möglich zu kleben. Das zweite Schnitzel. So, und. So. Das war die Challenge. Ihr seid dran. Viel Spaß euch damit. Viel Spaß. Ausprobieren.